Die Corona-Pandemie bedeutet für Kinder und Jugendliche das. sich ungleiche Bildungschancen nochmal verschärft haben und es sich gezeigt hat, dass in Krisensituationen Kinder und Jugendliche fehlende Mitwirkungsmöglichkeiten haben und auf ihre Rolle als Schülerinnen und Schüler reduziert werden. Um sich in politischen Entscheidungen einbringen zu können, brauchen Kinder und Jugendliche Erstmal das Bewusstsein für die eigenen politischen Interessen und die Fähigkeit, die eigenen Anliegen auch einbringen zu können und zu wissen, wo und wie das demokratisch passieren kann. Und die Orte dafür sind meist sehr viel vielfältiger, als das auf den ersten Blick so scheint. Kinder und Jugendliche sind beteiligt, wenn. Kinder und Jugendliche sind beteiligt, wenn sie wirklich bei allen den Alltag, ihren Alltag betreffenden Entscheidungen Mitspracherecht haben und nicht nur bei von Erwachsenen ausgewählten Teilbereichen Mitspracherecht haben und wenn Beteiligungsprozesse nicht simuliert werden, sondern wirklich wirkungsvoll sind. Dass Kinder und Jugendliche Smartphones, Social Media und Videospiele mehrfach täglich nutzen, bedeutet für Partizipationsprozesse das? Es sehr viel mehr Partizipationsprozesse gibt im digitalen Raum, sehr viel mehr Möglichkeiten, sich auch niedrigschwellig demokratisch zu äußern, einzubringen, aber eben auch sehr viel mehr Herausforderungen mit demokratiefeindlichen Aktivitäten im Netz und dafür eben andere Fähigkeiten einer Medienkompetenz, die Jugendliche und Kinder brauchen, um das Netz auch demokratisch nutzen zu können. Anders als in Städten braucht Kinder- und Jugendbeteiligung in ländlichen Räumen. Neben längerfristigen Beteiligungsoptionen auch projektorientierte Beteiligungsoptionen und vor allem die Infrastruktur, digital wie analog. Dazu gehört der Breitbandausbau genauso wie der öffentliche Nahverkehr und eine nachhaltige Struktur von Kinder- und Jugendarbeit vor Ort, die das auch gewährleisten kann, dass es diese Optionen gibt.